Hey ihr, wie ihr vielleicht schon über Instagram und so mitbekommen habt, hatte ich am Sonntag ein Shooting mit der lieben Elisabeth, meiner Hair- und Make-up-Stylistin. Und da ich mir extra für dieses Shooting ein Objektiv online ausgeliehen habe, dachte ich mir, ich mache mal ein Video dazu. Zuallererst muss ich sagen, dass ich eigentlich eher selten so extreme Nahaufnahmen schieße. Ich fotografiere eigentlich eher hauptsächlich Hochzeiten und Paare, doch wie das jeder so kennt, man möchte natürlich immer was Neues ausprobieren. Und ich fand Makroaufnahmen schon immer mega interessant und auch die Beauty-Retusche von so krassen Close-Ups macht mir riesengroßen Spaß. Daher hat sich das super angeboten. Kommen wir nun zum Objektiv. Es handelt sich um das 90mm f2.8 Makro von Sony. Gewöhnlich fotografiere ich ja mit einem 85mm f1.8 und was ich direkt sagen kann, ist, dass mir dieses Objektiv echt super viel Spaß gemacht hat. Zudem ist sogar der Fokus überraschend schnell. Natürlich kann man hier die Fokusbereiche einstellen und wenn man selbst den Fokusbereich auf Full hat, finde ich, ist das Objektiv immer noch super schnell im Fokus. Zudem hat es auch noch einen Bildstabi. Wenn man den nochmal zusätzlich einschaltet, finde ich, man kann aus einer ruhigen Hand sogar mit dem 90mm filmen. Ansonsten, was ich noch zum Objektiv sagen kann, es macht leider ein ganz, ganz leises Geräusch und zwar, wenn man das Ohr wirklich ans Objektiv direkt dran hält, dann macht es so ein permanentes Sirren und wenn der Autofokus an ist und gerade am Fokussieren ist, dann hört man auch so ein etwas lauteres Sirren noch. Wenn man eventuell ein Richtmikrofon drauf hat, könnte es für Videoaufnahmen nicht störend sein. Auch so ist es eigentlich nicht störend, man hört es wirklich nur, wenn man in einem leisen Raum ist und das Ohr wirklich auch direkt ans Objektiv hält. Ein kleiner Nachteil bei dem Makroobjektiv war natürlich, wenn man sehr nah an ein Objekt herangeht, so wie wir das jetzt zum Beispiel auch bei dem Beauty-Shooting hatten, je näher man dem Objekt kommt, desto mehr muss man natürlich abblenden. Das heißt, man braucht natürlich viel Licht. War bei uns jetzt natürlich kein Problem, da ich eine große LED-Softbox dabei hatte und die natürlich immer für genügend Licht gesorgt hat. Aber vielleicht so ein kleines Merkmal, das man beachten sollte. Blende f2.8 ist, wenn man genug Licht hat, ganz nett. Aber Indoor-Bereiche, wo es dann ein bisschen kritisch mit dem Licht wird, eher nicht so geeignet. Gewöhnlich fotografiere ich mit meinem 85mm f1.8, auch von Sony. Dieses Objektiv hat mich bis jetzt noch nie im Stich gelassen. Mein eigentlich absolutes Lieblingsobjektiv. Die Brennweite finde ich super schön, das Bokeh, die Blende ist für abends auch wirklich prima. Aber was ich jetzt schon sagen kann, das 90mm hat mich echt umgehauen und ich habe mich so ein bisschen auch in das Objektiv verliebt. Denn die Uneingeschränktheit in der Distanz zum Objekt, das man fotografieren möchte, das ist einfach so eine neue Welt. Beim 85mm ist es ja so, dass man immer fast einen ganzen Meter irgendwie Abstand zum Objekt braucht. Das sind so um die 80 cm. Hier bei diesem Objektiv waren es lediglich knapp 30 cm. Und es hat wirklich einfach so großen Spaß gemacht, diese Nahaufnahmen, diese Close-Ups zu machen, auch von dem Make-up. Wir haben noch so ein paar Blätter und Blumen dazu getan. Also es sind wirklich sehr, sehr schöne Aufnahmen entstanden. Ich würde sagen, das Ergebnis kann sich auf jeden Fall sehen lassen und es hat mir persönlich auch super riesengroßen Spaß gemacht, diese Bilder auch nachzubearbeiten. Falls es euch interessieren sollte, wie genau ich meine Bilder bearbeite, findet ihr hier im vorherigen Video einen kurzen Schnelldurchlauf von einem älteren Shooting dazu. Ansonsten schreibt mir doch einfach in die Kommentare, was genau ich noch euch erklären soll. Gerne könnt ihr mir auch auf Instagram folgen und mir eine Privatnachricht schreiben. Gerne helfe ich euch weiter. Wenn ihr Fragen habt, fragt mich einfach. Ich versuche zu antworten, wo ich nur kann. Und ganz wichtig, gebt dem Video einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.